Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. Heute öffne ich das zweite Türchen der Hoffnung. Und heute geht es um eine Person, die in der Weihnachtsgeschichte, in der Adventszeit immer und immer wieder vorkommt und die mich immer wieder fasziniert hat, nämlich um Maria. Und da hat man immer wieder so wilde Vorstellungen von ihr. Und deswegen liebe ich dieses T-Shirt, weil dieses T-Shirt einen Aspekt von Maria zeigt, der uns so vielleicht nicht immer im Vordergrund steht. Aber Maria, die erzählt, dass die Mächtigen vom Thron gestoßen werden und dass Gott erhöht wird und dass er sich um die Armen und Entrechteten kümmern wird. Also eine wilde Maria. Und deswegen trage ich das immer wieder total gerne. Und diese wilde Maria, die hat eine großartige Verheißung bekommen. Da ist Großartiges in ihrem Leben angesagt gewesen. Aber es gab natürlich ein Problem. Sie war wahrscheinlich 14 oder 15 Jahre alt. Nicht verheiratet. Und soll schwanger werden, wird schwanger werden. Da gehe ich immer wieder in Gedanken meine Schulsozialarbeit durch und überlege mir so eines Morgens, ja, da wäre die junge Maria in meinen Sozialarbeiterraum gekommen und hätte gesagt, Herr Wiese, ich weiß nicht, mir ist da was passiert. Ich habe so eine Ahnung, das könnte was Großes sein, aber ich befürchte auch die Reaktion der anderen. Wie hättest du dann reagiert? Wie hättest du mit ihr auf eine solche Eröffnung hin gesprochen? Vielleicht hätten wir miteinander diese Bibelstelle gelesen aus Jesaja, die ich heute wieder aus der YouVersion Bibel App vorlese. Jesaja 7, Vers 17. Jetzt gibt euch der Herr von sich aus ein Zeichen. Die junge Frau oder eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Immanuel. Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. Also da kommt etwas in die Welt, das aussagt, ja, Gott ist für die Menschen, Gott ist mit den Menschen, er ist mitten unter ihnen, in all ihren Herausforderungen, in all dem Schlamassel, in dem sie stecken. Und ganz egal, ob du jetzt sagst, das ist die Jungfrau oder das ist eine junge Frau, betrachte heute doch mal den Aspekt, es ist ein junges Mädchen, das unverheiratet ist und das so eine gewaltige Herausforderung bekommt, unverheiratet schwanger zu werden in einer Gesellschaft, in der das noch viel schlimmer gewesen ist, als es heute, sage ich mal, an einer deutschen Schule wäre. 15 Jahre, das ist so, sagen wir mal, 9., 10. Klasse und plötzlich schwanger. Maria, ein junges Mädchen, wird ein Kind erwarten, Jesus. Gott hat uns diese Zusage gegeben und Gott hält seine Zusagen. Seine Wege stehen fest. Seine Zusagen erfüllt er. Da dürfen wir Gott ganz vertrauen, egal wie die Umstände aussehen mögen. Was Gott einmal versprochen hat, das hält er. Deswegen schaue ich mir immer wieder auch so gerne all die Prophetien an, die Gott über meinem Leben ausgesprochen hat, all die Prophetien, die mir zugesagt worden sind. Und dann sage ich, ja, das ist schon in Erscheinung getreten und darauf warte ich noch und darauf freue ich mich noch. Aber da ist so ein tiefes Vertrauen in mir drin, ein Gottvertrauen, dass Gott seine Dinge umsetzt. Ein anderer meiner Lieblingsbibelverse ist, dass Gott einer ist, der das gute Werk, das er einmal in dir angefangen hat, ganz gewiss auch zu Ende bringen wird. Der lässt nichts unfertig irgendwo rumliegen. All die losen Enden werden zusammengefasst und
Gott macht sein Ding, das er dir versprochen und zugesagt hat. Wir dürfen Gott vertrauen. Er ist und bleibt derselbe, gestern, heute und morgen. Seine Versprechen gelten auch dir ganz persönlich, tatsächlich. Seine Meinung über dich ändert er nicht, egal was du tust, egal was die Umstände dir antun. Gott ändert seine Meinung über dich nicht. Was für eine unglaublich große Zusage für dein Leben. Maria, die konnte das gut gebrauchen in ihrer Situation damals. Nimm das heute doch auch für dich ganz persönlich mit in diesen Tag. Gott ist mit dir und er ändert seine Meinung über dich nicht. Und er hat coole Ideen für dein Leben. Und die wird er auch ganz gewiss mit dir zusammen umsetzen. Kennst du das eigentlich? Also wie gut kennst du eigentlich die Zusagen Gottes für dein Leben? Vielleicht magst du ja unter diesem Video einige der Zusagen, die du für dein Leben schon kennst, kommentieren. Oder wir kommen irgendwann mal irgendwie zusammen und überlegen mal, was Gottes Zusagen für dein Leben sein könnten. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren, man sagt ja nicht zweiten Advent, einen wunderbaren zweiten Adventskalendertag und freue mich darauf, morgen das nächste Türchen der Hoffnung mit dir zu öffnen. Also bis dann.